So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2 zur Trümmer-Tornado-Galaxie. Langsam, Toxbox, sachte Wump. Aber was Wumps sind, weiß ich. Toxbox? Hey, es ist nochmal die Galaxie aus Super Mario Galaxy 1. Gleich mit Tempokomet. Und da dürfen wir Silbersterne sammeln. Ah, toll. Okay. Also das da wird wahrscheinlich die Zeit verlangsamen. Gut. Habe verstanden. Woo! Jetzt ist halt nur die Sache, wo die blöden Silbersterne sind. Ich kann mich nicht umgucken. Woo! Woo! Haben wir einen schon verpasst? Wow! Ja, haben wir, okay. Einfach kurz kaputt. Toll, wenn das die pure Galaxie ist, will ich gar nicht wissen, wie die erst wird, wenn da ein blöder Komet ist. Also Silberstern Nummer 1 ist da oben. So, dann rollt er mal zurück. Wir sind hier unten kurz sicher. Woo! Oh, okay. Warte, erstmal zum Schalter, bevor ich hier zur Kometenmünze gehe. Oh, die Galaxie, die wird auch richtig rein abfacken. Scheiße. Klappt das jetzt? Woo! Okay. Zum Schalter. So, der zweite Stern, der war... Habe ich den nicht gerade da irgendwo gesehen? Warte mal. War der nicht hier irgendwo gerade? Hä? Ach so. Nee, da oben war der. Okay, der da rollt jetzt nur durch, ne? Genau. Was ist, wenn ich ihm folge? Warte, wo war der? Ja, ich wollte mir gerade den Safe Spot merken. Da war auch zu schnell da. Scheiße. Was stimmt mit dieser legendären Welt S nicht, Mann? Yay. Jetzt brauche ich den gerade nicht so langsam. Hä? Ach, das zählt auch schon zu zerquetscht. Okay, ich fasse Blöcke nicht mehr an. Gott. Wow. So. Hier einmal durch. Dann. Ich sehe nichts. Fahren wir einmal runter. Gehen auf den Stein. Woo! Oh, das war blöd. Okay. Ich stelle mich kurz hier hin. Oh ne, das war... Ah, okay, hat auch funktioniert. Woo. Warte mal. Dann probiere ich es gleich so. Haha. Okay. Haha. Schnell weg, bevor der Stein kommt. So, das war jetzt Stern Nummer 2. Du. Da rollt gerade keiner. Ein einzelner Gegner, wow. Hä, hier sollen noch 3 Sterne sein, oder was? Also hier bin ich kurz sicher. Dreht er um? Der dreht um. Hier ist man auch sicher. Nein, bin ich. Was ist das für ein Scheiß? Aber jetzt mal ganz ehrlich, also hier oben ist. Ach, Scheiße, da wäre auch noch ein. Aua. Ein Stern gewesen. Okay, der erste ist hier. Kann man sich gleich abholen.
Aber dann nach dem Bump kommt keiner mehr, oder ist auf dem Bump vielleicht sogar einer? Nee. Auf dem Bump ist kein Stern. Also, zack. Einmal zu Boden stampfen. Den nächsten Stern mitnehmen. Ey, ausweichen. Wow. Dann auf eine dieser schönen Plattformen mit. So, die Münze mitnehmen. Wow. Okay. So, hier auf den drehenden Plattformen ist nichts. Warten wir kurz, bis der vorbeirollt. Nein! Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, da kommt er angerollt. Das ist diese Box... Das sind die Box-Dinger. Dass die so aggressiv sein müssen, ey. So, hier bin ich sicher. Für sehr kurze Zeit. So, schnell durch. Lass mal den Fragezeichenblock am Leben. Ich weiß nicht, ob die da rumrollen würden, wenn er nicht da bliebe. So, hier ist eine sichere Plattform. Stelle ich mich kurz hier hin. Ah ja, da ist Stern Nummer 4. Alles klar, und da der letzte Stern Nummer 5. Alles klar. Und die Kometenmünze haben wir auch. Jetzt gibt es bestimmt dasselbe Level noch mit Tempokomet drauf. Was für ein Scheiß. Ich weiß. Das ist voll anstrengend. Auf einmal ist Mario mega anstrengend. Das. Oh. Und. Zack, Raumschiff Mario kann jetzt noch weiter fliegen und. Woo! Ein Komet. Ja. Wünsch dir was. Nein, ich wünsche mir nicht Luigi. Ich mache schon mal den Weg frei zum nächsten Galaxie. Das war, glaube ich, auch was mit Kampfarena, meine ich. Ja, die intergalaktische Bossparade. Oh nein. Oh nein. Scheiße, Bossparade. Ich will nicht. Was haben wir? Beeilung mit der Toxbox um die Wette. Ah. Okay, liegt hinten der Stern oder müssen wir jetzt trotzdem immer noch die Silbersterne? Hinten ist der Stern, okay. Wir haben 20 Sekunden Zeit, aber wir müssen diesmal nur durchrushen. So. Ja, hat funktioniert. Warte, ich lass mich mal kurz einsaugen. Wow! Okay, anderer Plan. Ich gehe gleich hier lang. Nein. Zack, der changed. So. Fahr ich kurz da hoch. Schnapp mir diese eine Uhr. Da drüben ist die nächste. Nimm die gleich mit. Oh, es wird knapp, es wird knapp. Und durch. Dann die nächste Uhr. Der dreht einmal um. Ich bleib kurz stehen. Hui! Dann hier einmal durch. Dann war hier der Safe Spot. Ich brauche eine Uhr, ich brauche eine Uhr. Schnell. Schnell. Schneller. Danke. Und. Okay, 10 Sekunden haben wir für den Scheiß. Ha! Das war möglich. Das war weniger anstrengend als die Galaxie ohne Komet. Ist das traurig. Mann. Oh, Junge.
Ja. Ah. Galaxie komplett. Ich muss mal gucken, wie viel hat der Lagertod denn an Sternteilen, ne? Hallo, ich bin der Lagertod, Mann. Du bist voll cool. Sag mal einfach, was du willst, Mann. Wie viel hast du noch? Nimm diesen Bonus. 2 Sternteile, Mann. 800. Ja, wir brauchen nämlich im Endeffekt dann irgendwann 2000. Also nehmen wir doch schon mal alle mit. So. Wir haben die Bank ausgenommen, Mann. Ah, gute 250 Sternteile fehlen uns noch. So. Die intergalaktische Bossparade. Jetzt glaube ich... Jetzt die vorletzte Galaxie? Hol dir den Titel, Galaxienmeister. Und danach wahrscheinlich hol dir den Titel mit einem Leben. Müssen wir jetzt alle Bosse machen? Alle. Oder wie viele machen wir denn? 5, 6. Ach, sind die Bosse aus dem ersten Teil. Ich weiß nicht, ob die einfach sind. Tut er uns weh? Nee. So, dann knacken wir dich mal. Was? Und Schlag auf Schlag. Klein nochmal in die Fresse. Was soll der Scheiß, Mann? Und Bäm. Was soll der Scheiß? Woo! Bäm. Okay, er ist gewonnen. Und plopp. Keine Sternteile für mich. Sehr schade. Octorok, der war einfach. Der war eigentlich... Der war sehr einfach. Aber der hat auch Spaß gemacht. Was willst du? Pisser. Da ist die Galaxie. Aha. Aha. Ist ja mal cool versteckt. Okay. So, du Pisser. Was willst du von mir, hä? Wirk meine Kokosnuss. Oh! Hä? Sind wir gerade hier abgerutscht? Rutsch mal hier runter. Wow, der will spielen. Nein, meine Krone. Okay, du hast nicht anders gewollt, Mann. Jetzt wird hier Feuer regnen, ey. Und Kokosnüsse. Und nochmal. Und wow. Ach, der Tentakel, der haut einen auch. Ah, das wusste ich gar nicht. Tja, du Pisser, hast gesagt, nicht einfach. Stimmt nicht. Oh, bam. Oh, fuck. Dann flyen wir mal zum nächsten Boss. Mr. Maulwurf-Man. Aber diesmal wird kein Hase terrorisiert. Oh, der hat einen blauen Panzer auf, als Kopfbedeckung. Alter, der bescheißte Mario Kart. Oder der geht im ersten Platz immer auf den Sack. Was willst du, Mann? Oh, scheiße. Mein Mario. Da kommt der Panzer. Auf den Sack. Ich hab gesagt, was willst du, Mann? Du. Wow. Hohoho. Bam. Oder, aber er kommt nochmal, gell? Genau. Bam. Oh, jetzt rennt er. Scheiße. Nein. Wieso schüttelt Mario dich? Mario, was habe ich dir getan? So, aber er kommt nochmal. Die Steine sind scheiße. Nein! Die Steine hier sind voll kacke. Scheiß Maulwurf, Mann. Läuft natürlich mitten durch die Steine. So, jetzt. Puff. Yay, nächster Boss. Hurra. Oh, der Geistertypi.
es gibt einen Save Point. Cool. Also entweder der Komet wird sein, die anderen Bosse, die jetzt nicht dran kamen, oder wird eben durch ein Leben dann begrenzt. Und ich hoffe, bei dem ein Leben gibt es auch Save Points. Weil ich hasse diesen Typ mit einem Leben. Das haben wir schon in Super Mario Galaxy 1 festgestellt. Und das habe ich schon in meiner Kindheit festgestellt. Weil der Typ geht auf den Sack. Nein! Mein Stein! Du Arschloch! Dö, 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 dö. Dramatische Musik. Dö, 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 dö. So, und Spin! Er braucht nochmal einen Schlag. Wow! Nein, Steine, die aus dem Boden kommen. Wie schrecklich. Die auch gleich alle kaputt gemacht worden sind. Und Bäm! So, da ist dein Gaumen. Bäm! Da kriegst du einmal was drauf. Auf dem Gaumen. Und er kommt wieder. Mit zwei linken Händen. Ne, mit zwei Händen mit jeweils vier Fingern. Und da kommt er, der Falcon Punch. Den hat er drauf. Bam! Hehe, voll in die Flanke. So, Falcon Punch! Aber leider daneben. Edgy Badgy. Steine kann man nicht kaputt machen, wenn die gerade rauskommen, ne? Hutsch! Das war aber noch nicht seine ganze Seite jetzt! Komme raus! Bam! Wackel, wackel, Baba. Ja, das letzte Gegner ist der Piranha. Die Piranha-Platz. Dino Piranha. Juhu! Cool, ein Planet zum Chillen. Zum Dampfattacken üben. Und die ist mit einem Leben hässlich. So, dein Bruder haben wir schon gekillt. Jetzt bist du an der Reihe. Die Sternteile nehmen wir schon mit. Der ist ganz Feuer und Flamme, ne? Bam. Was willst du? Und sein Schwanz ist erloschen. Was soll der Scheiß? Und jetzt macht er eine Feuerspur auf dem Boden. Jetzt wird's lustiger. Oh. Na, fuck. Teilzeitbrand oder was? Wow, ach komm. Manchmal geht's halt in ein paar Sekunden aus und dann dauert's eine Weile, bis er ausgeht. Jetzt. Bam. Was ist? Nee, nochmal eine Phase. Scheiße. Ja, so schnell. Jetzt kommen auch Feuerbälle dazu. Ah, ich laufe natürlich in die Flammenspur. Also mit einem Leben durchaus. Au, lustig. Sogar mit drei Leben durchaus lustig. Was? Was für ein Aim, Mann. Oh. Das war's jetzt aber hier. Boots. Wer liegt, der kriegt. Da ist er. Sternnummer. Ich habe aufgehört zu zählen. Ich glaube 117. Also vorausgesetzt, es gibt nur noch den Planeten und noch einen weiteren. Dann war das jetzt Stern 117. Ja. Yay. 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 Der Weg zum letzten Planeten ist offen. Oh, was? Oh, wie schön. Ein grüner Luma hat dich nach Hause begleitet. Die sind wirklich nicht häufig anzutreffen. Hä? Hat sich sicherlich eine... Okay, wir kriegen noch einen grünen Luma. Woher auch immer. Gut, dann würde ich sagen, ich sammle ein paar Sternsplitter, bis wir auf die 2000 kommen, weil der Komet ist nicht aufgetaucht. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.